Ja, willkommen zurück. Ich bin der Tapetenmetzger. Das hier ist Vampire's Dawn. Und heute ist etwas anders. Und wahrscheinlich wird es die nächsten paar Folgen auch anders sein. Denn ich habe beim letzten Mal aufnehmen völlig verplant, meine Stimme mit aufzunehmen. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, ist neu draufgesprochen. Ich habe ungefähr eine Stunde und ich glaube eineinhalb Stunden müssten das sein. Oder eineinhalb Stunden, irgendwie sowas in der Richtung aufgenommen. Und jetzt versuche ich das Ganze ein wenig mit Stimme zu füllen. Indem ich das, was ich hier gerade sehe, ein bisschen kommentiere. Ich hoffe, das wird mir gelingen. Habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn es mir nicht ganz so gut gelingt. Denn ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was ich da denn überhaupt gesagt habe. Ich hatte persönlich das Gefühl, nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, dass es etwas sehr Gutes war, dass ich ein paar sehr gute Folgen aufgenommen habe, was so meinen Kommentar angeht. Allerdings, ja, wie das nun mal ist mit dem Gefühl, ärgert's dann einen, wenn's dann mal gut ist. Indem man vergisst, einen Schalter umzulegen bei seinem eigens besorgten Mikrofon bzw. Headset. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier gerade tue. Ich gucke mir das gerade in meinem Videobearbeitungsprogramm an. Also hier bin ich gerade mit Walner und der ganzen Gruppe in Klenna, glaube ich. Bin ich da in Klenna? Ich glaube schon. Ich suche hier den Typen, dem ich den Kopf von Golbar geben kann. Ich glaube, den finde ich da jetzt sogar. Ja, der gute Mann da oben ist es, mit der merkwürdigen Frisur. Der freut sich dann auch sichtlich gleich. Hast du mir seinen Kopf mitgebracht? Ja, da habe ich dann... Ja, natürlich, hier ist er. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, siehst du, da freut er sich. Keine Ursache, war ja nur ein Wurm im Kampf. Ja, ja, dann hätte ich ihn auch selber töten können. Ja, ja. Na, ja, hier ist jedenfalls seine Belohnung. Das ist sehr, das hat mich ein bisschen, glaube ich, gefreut. Denn jetzt steigt auch Aska in Level 10. Auf Level 10, meine ich. Und da beschließe ich, glaube ich, jetzt, mit der ganzen Gruppe Richtung Schloss zu wandern, um alle ein bisschen hoch zu leveln. Also ich meine, ihnen neue Zauber zu geben. Ja, ja. Außerdem haben wir einen doppelseitigen Säbel bekommen. Das werde ich dann später auch noch merken, dass das gar nicht mal so schlecht ist, weil dann werde ich den Säbel mit dem aktuellen von Aska tauschen. Was ich hier jetzt mache, weiß ich nicht. Da erzähle ich wahrscheinlich wieder irgendwas. Aber man kann in der Zeit diese Pausen nutzen, um die schöne Gegend zu betrachten. Ah, da habe ich irgendwas vor. Ich weiß nicht was. Ach, vielleicht gucke ich mir gerade an, wie viel Blut Walner noch zur Verfügung hat. Weil ich muss ja mit ihm die Fledermaus-Fähigkeit... Ja, siehste... Siehst, habe ich es mir doch gedacht. Da gebe ich dem Walner jetzt ein bisschen mehr Blut, damit er nicht rasend wird, wenn ich den Fledermausmantel benutze. Da stelle ich fest, ach, schade, geht hier nicht. Muss ich das woanders machen? Aber es ist ja nicht so das Problem. Ja. Ja, schön. Da geht's dann los. Ich bin am Überlegen, was ich denn jetzt die ganze Zeit mache hier, während das hier weitergeht, mit, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich nicht immer was erzählen kann. Ich hätte mir eigentlich ein Buch hinlegen müssen oder so. So irgendwas, was zum Thema passt. Dracula oder so. Hätte ich daraus vorlesen können. Aber das will ja wahrscheinlich auch kein Mensch hören. Jetzt suche ich da gerade, glaube ich, meinen Silbervorrat. Dann möchte ich mir ein bisschen was Geldmäßiges holen. Und dann wollte ich, glaube ich, einkaufen. Und zwar Blutfiolen und so ein Kram, weil ich gemerkt habe, dass das gar nicht mal so dumm ist, ein bisschen Blut im Kampf als Vorrat zu besitzen. Ja, das finde ich schlimm. Sowas fällt mir ganz im Ernst erst nachdem ich
ja, Kommentare von Abonnenten oder von Zuschauern lese auf. Also mir selber fällt sowas gar nicht auf, weil ich ja allgemein erstmal mit RPG-Maker-Spielen überhaupt keine Erfahrung habe. Das ist mein erstes hier. Und dann ist es noch ein relativ, habe ich von einigen Seiten gehört, ein relativ, ja, anspruchsvolles würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ein langes. Man braucht relativ viel Durchhaltevermögen. Und es ist undurchsichtig und ich kann mir sowieso relativ wenig merken und das verwirrt mich alles. Hier suche ich mir jetzt, glaube ich, aus, was ich denn benutzen möchte, was ich Walner für einen Zauber geben will. Da gucke ich jetzt erstmal nach, was hat er denn schon? Da stelle ich dann fest, dass er Lichtstrahl hat und düstere Wolke und dann, ich glaube, dann bleibe ich bei der Lichtfähigkeit, bei der hellen Magie, ich weiß es gar nicht. Ich bin mal gespannt, also ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich da gemacht habe, also stellenweise ist das auch jetzt neu für mich. Von daher ist es bestimmt gar nicht mal so uninteressant, sich das anzuhören und anzugucken. Ich weiß es gar nicht, ist glaube ich 3 Tage her, dass ich es aufgenommen habe oder so. Oder einen? Nein. Nee, gestern war es nicht. War das vorgestern? Ich weiß es nicht. Na, ich will mal zusehen, dass ich das heute alles einigermaßen hinkriege und dann auch heute dann noch hochgeladen kriege, zumindest eine Folge. Ja, und dann werden wir mal sehen. Hoffentlich könnt ihr dann da einigermaßen was mit anfangen. Weil ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass dann jetzt irgendwie so ein halber Scheiß mit hochgeladen werden muss, weil es ist ja kein Let's Play. Ich spreche ja quasi neu. Ne? Und, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich das dann nennen soll. Es ist ja kein Let's Play Vampire's Dawn. Das ist ja mehr ein Let's Watch and Talk Vampire's Dawn. Talk about. Let's watch and talk about Vampire's Dawn. Ja, ja genau, da suche ich mir jetzt was für Aska aus. Da, ich weiß gar nicht, wofür ich mich da entscheide. Ich glaube, schleichender Tod. Ich nehme schleichender Tod. Weil da sage ich, glaube ich, auch noch, dass es totaler Quatsch war, Aska die den Heilzauber zu geben, also Blutheilung. Das hätte ich lieber Elaine geben sollen, weil die hat am meisten Blutreserven zur Verfügung. Was mir übrigens auch erst aufgefallen ist, nachdem ich einen Kommentar gelesen habe darüber. Und ich hätte mir, das wäre jetzt die ideale Gelegenheit eigentlich nachzugucken, wer mir all diese Kommentare schreibt. Ich glaube, das mache ich auch mal. Also falls ich jetzt gerade nicht so, ich erzähle wahrscheinlich sowieso nicht so sonderlich viel über das, was gerade passiert. Im Video. Deswegen verdammt. Nutze ich jetzt einfach mal die Zeit hier zu gucken und mich zu bedanken bei all den Menschen, die wie verflixt, wo finde ich sie denn? Ich muss gerade auf meinem YouTube-Kanal mal gucken. Ach, bei den Kommentaren. Bei den Menschen, die mir immer weiterhelfen mit meinen Problemchen. Ja, da suche ich gerade hier Elaines Zauber aus. Ich glaube, ich bin bei ihr, versuche ich dann jetzt auf Schutz und Heilzauber zu bleiben. Deswegen suche ich, glaube ich, irgendwas in der Richtung aus. Jetzt bin ich aber gerade mal am gucken. Ach Mensch. Ich finde das nicht. Ich glaube, ich muss bei meine Videos gucken. Ja. Wo sind wir gerade? Ich habe jetzt. Ach, ich bin immer noch am Suchen. Spannend. Nicht spannend. So, wo haben wir's? Regelmäßig postende Menschen bei Vampire's Dawn. Da gucke ich doch mal hier. Ach, verflixt. Was passiert denn jetzt? Ach ja, Seelensteine herstellen.
Okay, da will ich jetzt irgendwas machen. Ich weiß gar nicht warum. Und da kriege ich einen Speicherstein. Da freue ich mich, glaube ich, ganz doll. Und bei den nächsten Malen versuche ich dann auch einen Speicherstein zu kriegen. Aber wie man sich vorstellen kann, ich habe kein Glück dann. Ne? Ich probiere das, glaube ich, insgesamt 5 Mal. Und ja, wozu es führt, seht ihr dann. Eigentlich, ja, es führt zu nichts. Ach mein Gott, ich könnte hier Menschen erwähnen, mit namentlich mit ihren Nix, die ich noch nicht mal aussprechen kann. Einer, der schon Ewigkeiten zuguckt, ich glaube schon mehr oder weniger seit Anfang des Let's Plays, The Ike Turnier. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich richtig ausgesprochen habe. Du kannst ja mal bei, ich muss glaube ich mal bei Gelegenheit eines von deinen Videos angucken, damit ich weiß, wie man deinen Namen ausspricht. Auf jeden Fall werde ich ihn verlinken. Militariados. Der schreibt auch ständig. Oder MR Gamal. Oder MRG ML 100. Oder wie auch immer man. Ich habe doch keine Ahnung, wie man euch alle ausspricht. Aber ihr seid genial. Danke für eure Kommentare. Oder wer auch einen wundervollen Kommentar abgegeben hat, über den ich mich ganz wunderbar gefreut habe, ist Joko HP. Oder Jokob. Frag mich nicht. Die sich wie eine Bekloppte freut jedes Mal, wenn ein Let's Play Vampire's Dawn Video oben ist. Das hat mich sehr gefreut, weil zwischendurch kam, glaube ich, auch nochmal irgendwie so ein Kommentar so von wegen: Dein Vorlesen ist ja voll scheiße. Und du möchtest da bestimmt hier dem Malex mit imponieren und so. Und jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, das hat mich ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen deprimierend. Allerdings ist es gemessen an den restlichen Kommentaren ja nur ein kleiner, klitzekleiner Teil. Der vielleicht aber einen, der das macht, irgendwie so doch schon ein bisschen mehr mitnimmt als die positiven. Ich weiß nicht, ob einer das kennt von euch. Wenn man irgendwas macht und es wird eigentlich größtenteils vom Großteil der Zuschauer oder der Menschen, die es mitbekommen, gut aufgenommen, aber dann von einem nicht. Und der eine stänkert dann noch rum oder hinterlässt einen nicht konstruktiven, negativen Beitrag, dann nimmt man sich's zu Herzen und irgendwie nagt das an einem dann doch mehr als die ganzen positiven Kommentare, die einen eigentlich aufbauen sollten. Ja, so viel dazu, zu meinem emotionalen Innenleben, ne? Das uns ja eigentlich jetzt gar nicht mal so sehr interessieren sollte. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue, um jetzt mal wieder darauf zurückzukommen. Mal abgesehen davon habe ich, glaube ich, gerade beim Kommentare gucken die Hälfte vergessen. Es tut mir leid. Falls ich irgendjemand noch erwähnen soll, der möge bitte Bescheid sagen. Wenn ich dann dazu komme, ihn zu erwähnen oder sie zu erwähnen, dann mache ich das gerne. Allerdings habt Nachsicht mit mir, ich bin bei sowas immer sehr vergesslich. Ich glaube, ich suche den Ausgang hier. Ja. Ja, ja, genau. Und da habe ich ihn sogar gefunden. Das ist fantastisch. Ich wollte da, glaube ich, nicht sofort die Fledermaus benutzen. Weil ich hier das, den Plan habe, glaube ich, nach Melsan zu gehen, um da einzukaufen. So würde ich quasi kein Blut verbrauchen und könnte auf dem Weg durch ein paar Zufallskämpfe noch ein bisschen Blut saugen. Ganz umsonst quasi. Es ist zwar ein relativ behäbiges Vorhaben, relativ langweilig und aber es ist auch nicht so schlimm, stelle ich fest dann. Ach ja, und zur Silbermine entscheide ich mich dann auch noch zu gehen, so kurzzeitig. Also das war vorher nicht geplant, ich habe sie dann so gesehen, so, ah, da kann ich auch mal hingehen, ja, mal gucken. Und dann stelle ich fest, dass ich keinen Arbeiter kaufen kann, weil ich keine normalen oder sonst was für Seelen oder Seelensteine habe. Oder nicht genug. Ja. Dann gehe ich deprimiert wieder raus. Und so habe ich dann auch wieder 5 Minuten meines Let's Plays weggeschmissen, quasi. Ja,
Und wir haben, ich bin gerade schon dabei, 15 Minuten oder so zu quatschen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber ich überhaupt quatsche. Na, wie geht es meiner Mine? Wird schön viel Silber abgebaut? Ja, Gebieter, die Arbeiter sind fleißig. Wollt ihr mehr Arbeiter erschaffen? Also, ich denke, mehr Arbeiter wären gut. Aber ihr habt nicht genug normale Seelensteine. Die waren's. Gebieter. Ja, 5 normale Seelensteine braucht man. Die habe ich nicht, deswegen gehe ich jetzt wieder deprimiert und ohne jeglichen Lebensmut nach draußen, um nach Milsan zu gehen. Hier stelle ich noch mal fest, dass wir keinerlei Arbeiter, dafür aber Ratten haben. Und da ist auch der nächste Zufallskampf gegen einen dem Tode geweihten Goblin, der überhaupt keine Chance mehr gegen uns hat. Da habe ich auf Autokampf gestellt und stelle jetzt fest, dass das Autokampf nicht unbedingt sehr sinnvoll ist, wenn die Möglichkeit besteht, dass für solch schwache Gegner auch relativ teure, ich sage mal so, Zauber verwendet werden. Ne? Ja. Oh, ist schon wieder vorbei. Ja, ich glaube, da bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, auszusaugen. Da komme ich jetzt, glaube ich, auch auf die Idee. Oder? Nee, da bin ich immer noch beim Autokampf. Ich bin mir... Also, wenn ich jetzt so reflektierend darüber nachdenke, was ich da überhaupt mache, finde ich das eigentlich ziemlich dämlich, was ich da tue. Ne? Aber... Ich habe immer sehr viel Nachsicht mit mir selber. Was auch immer man mir vorwerfen will, Moment, ich werfe mir, glaube ich... Nee, was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Ich weiß es nicht. Ach, ich bin schon in Melsan. Ach, wie schön. Das ging ja schnell. Oh Gott. Ich bin echt am Überlegen, ob ich da eine einzige Folge draus mache, aber das würde 2 Jahre dauern mit dem Hochladen. Hilfe, der Mörder ist bei mir. Ja, hier resümiere ich nochmal, warum die denn überhaupt darüber denken, dass, darauf kommen, dass ich ein Mörder bin. Und dann fällt mir dann wieder ein, dass ich ja den, beziehungsweise dass Aska ja den Bürgermeister gekillt hat. Hier ist der Mörder, halt deinen Mund. Ja. Hier fange ich schon wieder an, den Leuten zu drohen, beziehungsweise Wallner fängt damit an. Was ich merkwürdig finde, die Wachen, die kennen mich überhaupt gar nicht mehr. Wobei, die Wachen, die mich gesehen haben, haben mich ja auch getötet. Also von daher, ist das ja eigentlich ganz logisch. Oder ist das logisch? Ich weiß es nicht. Die Wachen wiederholen sich. Ihr habt mich zufällig jemanden gesehen, der einige Wachen getötet hat? Wie kommst du denn darauf? Nein, wir haben nichts gesehen. Hätte ja sein können. Aber wenn ihr ein paar Anhaltspunkte findet, sagt uns sofort Bescheid. Oh ja, natürlich. Machen wir, keine Sorge. Aha. Ist klar. Als ob Wallner auch nur auf den Gedanken kommen würde. Der hat doch nur seine Aisha im Kopf. Ich finde den Namen übrigens nicht so toll. Weiß ich nicht, habe ich das schon erwähnt? Irgendwie passt das nicht. Aisha. Ja gut, wahrscheinlich ist das Geschmackssache. Ich finde den Namen an sich gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie als für eine Vampirin, weiß ich nicht. Okay, Vampire können sich auch die Namen nicht aussuchen. Die werden ja zu Vampiren gemacht von anderen. Aber weiß ich nicht. Nee. Ist das übrigens der Dieb? Das habe ich mich gefragt, als ich da lang lief. Ich konnte da nicht reingehen, weil Aska sich irgendwie geweigert hat, da reinzugehen. Ist das der Dieb? Ich war mir nicht sicher. Ich wollte nicht in einem anderen Video wieder nachgucken. Ich hab's sowieso, glaube ich, schon wieder vergessen. Wenn das der Dieb ist, dann ist der gar nicht mal so schlecht. Oder er hat einen Doppelgänger. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt die ganze Zeit mache, dass ich da hin und her renne. Wahrscheinlich rede ich da. Das ist mir selber auch schon aufgefallen, wenn ich in Let's Plays ganz viel rede und versuche, zusammenhängend zu reden. Und mit Bedacht, dann wiederhole ich irgendwelche Bewegungen oder laufe im Kreis oder gucke im Kreis. Das ist mir letztens bei Penumbra nochmal wieder aufgefallen. Da habe ich irgendwas erzählt und da bin ich immer hin und her gelaufen irgendwie. Glaube ich. Das ist sehr merkwürdig. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Ha, ich hab's gewusst. Da gehe ich nicht rein.
Ich möchte nämlich jetzt, glaube ich, was kaufen. Deswegen gehe ich da gleich in dieses Grubending da unten. Ne, gehe ich nicht. Okay. Aber ich glaube, dass ich da gleich reingehe. Ach, hier sind wieder diese frisch Verliebten. Ich liebe es für meinen Mann zu kommen. Bla bla bla. Ja, dann gehe ich, glaube ich, da gleich unten rein, stelle fest, dass man da nur kaufen kann. Das habe ich schon mal irgendwann festgestellt, aber das habe ich schon wieder vergessen. Und dann gehe ich wieder raus, um woanders was zu kaufen. Nee, was zu verkaufen, meine ich. Ich muss ja mein Silber verkaufen, damit ich überhaupt was anderes kaufen kann. Ne? Und der merkwürdige Verkäufer möchte ja nur kaufen, möchte ja nur verkaufen, dass ich was kaufen kann. Und selber kauft er dann nichts. Seht ihr, das stelle ich denn jetzt fest, dass das totaler Quatsch ist, dass ich dann gegangen bin. Und jetzt gehe ich, glaube ich, zum Rüstungsverkauf. Ja. Genau. Ja, ja, geh da mal rein. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Idee. Und da stelle ich dann auch fest, dass ich den doppelseitigen Säbel habe. Ja. Glaube ich zumindest. Und dass ich den Stahlhelm verkaufen kann. Schwache Seele kann ich nicht verkaufen. Und was ist überhaupt Sephi Mikes Bier? Das kann mir gerne auch nochmal einer erklären, weil ich habe keinen Plan. Es wirkt irgendwie wie so ein Quest-Gegenstand oder so. Kann ich den auch irgendwo benutzen? Ich weiß es nicht.